willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS22 Frankreich Projekt. Heute steht wieder einiges auf unserem Plan. Es ist eine ganze Menge zu tun. Was allerdings zu tun ist, das werde ich euch erst gleich erklären, denn erstmal zeige ich euch, was seit der letzten Folge alles passiert ist. Und dazu passend steht hier gerade der John Deere in voller Forstmontur vor uns, denn ich war fleißig. Ich habe unsere Setzlinge hier fertig in den Boden gebracht, in die Erde sozusagen eingepflanzt. Und ihr seht, das sind jetzt doch einige Bäume. Das könnte also wirklich ein hübsches Wäldchen werden, was hier entsteht. Was ich jetzt hier genau angepflanzt habe, das weiß ich ja leider nicht mehr ganz genau. Also ihr seht, ich habe es auch so ein bisschen unregelmäßig gemacht. Ich wollte ja nicht, dass das hier alles so in Reihe und Glied steht. Und mir war es jetzt auch nicht zu 100% wichtig, dass es hier alles die gleiche Baumart ist. Ich glaube, Eichen habe ich gepflanzt. Vielleicht finden sich auch ein paar Kiefern oder Birken. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, aber das werden wir später sehen. Ja, und hier ist auch mal so eine etwas kahlere Stelle und so. Dann sieht das alles ein bisschen natürlicher aus später. Wir sind ja sowieso nicht mit dem Harvester unterwegs. Das war übrigens das Wort, was mir in der letzten Folge gefehlt hat. Harvester, das meinte ich. Weil wir das sowieso dann alles per Hand fällen werden oder zumindest im kleinen Stil fällen werden, ist das, glaube ich, nicht dramatisch. So. Aber ihr seht, das kann sich durchaus sehen lassen. Und bevor wir uns jetzt gleich auf den Bock schwingen, zeige ich euch nochmal schnell unser bisheriges Wäldchen. Also das dauert ziemlich lang, bis die Bäume dann ausgewachsen sind. Mehrere Jahre, ne? Also ich weiß nicht, ob wir die noch hier fällen können, aber schön sieht es dann auf jeden Fall aus in den nächsten Ingame-Jahren hier. Und das ist unser bestehender Wald und der muss bald vermutlich ein bisschen ausgedünnt werden, denn das ist doch ziemlich dicht hier. Also ich glaube, in der Natur, in der Realität würde das so eigentlich gar nicht wachsen können. Also das ist doch ein bisschen eng hier alles, ne? Naja, gut. Das also dazu, da habe ich weitergemacht, sind jetzt also hier mit den, bin jetzt hier mit den Forstarbeiten fertig geworden und wir haben bald einen schönen Wald, den wir uns dann in einem Jahr ein bisschen besser anschauen können, ein bisschen besser vorstellen können. Und mit jedem Jahr werden die Bäume dann größer und können dann irgendwann gefällt werden. Also sie können schon relativ früh gefällt werden, aber da macht man sich natürlich viel Ertrag mit kaputt, wenn man die ganz früh fällt, weil man dann einfach nicht die Masse hat. Ist ja klar. So, heute haben wir allerdings was anderes vor. Und weil wir später sowieso nochmal da sind, würde ich sagen, lassen wir die Forstmaschine jetzt hier stehen. Vielleicht bringe ich die auch später nochmal schnell zum Händler. Die haben wir uns ja nur gemietet. Achso, dann müssen wir nochmal schnell alles runter machen. Und dann machen wir heute Folgendes. Erstmal Zapfwelle ab. Wir werden heute mit der Drille losfahren. Vielleicht, wenn es zeitlich passt. Also das müssen wir auf jeden Fall im Zeitraffer machen, weil sonst kriegen wir das nicht in einer Folge fertig. Aber wenn es zeitlich passen sollte, dann könnten wir vielleicht sogar noch mit der Walze drüber fahren. Müssen wir gleich mal gucken. Und dann habe ich für das Ende der Folge habe ich noch ein bisschen was vorbereitet, was jetzt vielleicht nicht das Sinnvollste ist. Aber auch das muss hin und wieder mal gemacht werden. Ihr wisst schon, worum es geht. Das machen wir dann, wenn wir mit der Arbeit fertig sind. Denn wir haben ja jetzt September, Ende September, und wir haben immer weniger auf unserem Hof zu tun. Es ist fast alles erledigt. Also die meisten Felder sind bestellt. Mal kurz gucken, dass wir hier die Drille mitnehmen. Die meisten Felder sind bestellt. Und einige Felder sind eben auch noch voll, also mit Körnermais. Das können wir erst im Oktober machen. Das heißt, im September haben wir gar nicht mehr so viel zu tun. Das heißt wiederum, wir können mal wieder den Hof ein bisschen hübsch machen. Zumal wir ja in der nächsten Folge dann vermutlich die neue Biogasanlage bauen werden. So. Dann machen wir einmal schnell die Tür zu. Und wenn ich mich nicht täusche, habe ich ja eine Direktsaatmaschine. Ne? Ich gucke nochmal schnell zur Sicherheit. Nicht, dass ich irgendwie Kappes erzähle und dann gleich die böse Überraschung bekomme. Wo haben wir denn hier unsere Sämaschine? Ach, wir können ja auch einfach hier gucken. So, Sätechnik. Genau. Perfekt. Dann nutzen wir das heute mal, würde ich sagen. Nutzen wir direkt mal Direktsaat. Und bringen vermutlich... Ja, jetzt müssen wir mal überlegen, was wir da ausbringen. Also wir müssen eigentlich wieder Weizen oder Gerste da ausbringen. Es hilft ja nichts. Wir gucken mal schnell im Wachstumskalender. Also, wir können aktuell Raps, Weizen, Gerste, Pappeln und Ölrettich ausbringen. Pappeln und Gras natürlich. Gras brauchen wir nicht. Ah ne, Pappeln können wir auch gar nicht mehr. Siehst du? Alles falsch hier. Ölrettich können wir auch nichts mit anfangen. Das heißt, es bleiben nur noch die drei oben.
Raps haben wir keine Verwendungsmöglichkeit für. Weizen war, glaube ich, erst drauf. Deswegen machen wir jetzt einfach mal Gerste drauf. Aber ist eigentlich auch egal. Ich weiß auch nicht genau, was es damit auf sich hat. Aber ich glaube, man darf jetzt irgendwie Weizen nach Weizen ansäen oder so. Das ist aber jetzt irgendwie in der Realität erlaubt worden. Ich weiß allerdings nicht, warum das vorher teilweise oder sogar ganz nicht erlaubt war oder verboten werden sollte oder so. Klärt mich da gerne mal in den Kommentaren auf. Da kann ich sicherlich noch ein bisschen was lernen. So, befüllt ist die Sämaschine sogar auch schon. Habe ich unbewusst vorbereitet. Gut, und dann fahren wir natürlich mit GPS hier unsere Bahn. Wir fahren jetzt erstmal auf die Bahn. Ah, der Stickstoffgehalt ist natürlich nicht so doll, ne? Naja, gut, wir fahren jetzt erstmal mit, wie sieht es denn mit dem pH-Wert aus? Das ist ja vor allen Dingen wichtig. Was? Ja, ja, der passt. Stickstoff kriegen wir hier durch Kunstdünger mit rein, glaube ich. Insofern sollte es eigentlich alles ganz gut funktionieren. Ich würde sagen, wir lassen die ganze Nummer hier einfach mal starten. Dann gucken wir mal, was passiert. Wenn es hier irgendwie einen Storno gibt, dann werden wir es ja noch sehen. So, was haben wir gesagt? Gerste. Dann kann die ganze Nummer abgesenkt werden, kann eingeschaltet werden. Und dann müssen wir hier natürlich noch die GPS-Route erstellen. Und dann gucken wir mal. Boah, das sieht gut aus. Und unten links tatsächlich der Stickstoff scheint auch in unserem Sinne zu funktionieren. Okay, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, Attacke Abfahrt. Dann heißt es jetzt ein bisschen mit GPS fahren. Und dann gucken wir mal, dass wir hier heute noch fertig werden. Dann ist nämlich dieses Feld auch schon bestellt. Und während wir hier fahren, ich mache mal den Tempomat rein, zeige ich euch mal schnell, was hier sonst noch so alles zu tun ist. Auf unserer 35, da sind ja noch Maiskörner drauf. Da wollen wir auch den Körnermais dann dreschen später. Das müssen wir im Oktober oder November, glaube ich, machen, ne? Haben wir ein bisschen mehr Zeit. Dann haben wir hier auf der 33 noch Zuckerrüben. Das wird ein bisschen nervig, die zu ernten, aber auch das ist noch ein bisschen später dann. Die 41, da ist ebenfalls Mais drauf. Und die 39, die haben wir jetzt gerade erst frisch gemacht mit unseren Bäumen. Das heißt, das Feld ist jetzt erstmal weg. Und hier kommt ja dann später die Biogasanlage hin. Ich wurde auch oft gefragt, wann gibt es denn endlich das nächste Safe Game? Also das ist irgendwie, zieht sich durch alle Projekte, ne? Aber müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie mit einarbeiten. Auch wenn das jetzt ein bisschen, ja, naja, schön ist es nicht, ne? Rüber zu fahren über den Strohhaufen. So. Das zieht sich durch alle Projekte, diese Frage. Und ich kann es euch ziemlich einfach beantworten, jedenfalls für das Frankreich-Projekt. Es gibt das neue Safe Game ab dem Zeitpunkt, wo ich die Biogasanlage platziert habe. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, weil dann gibt es hier ordentlich was Neues. Und dann habt ihr auch die Bäume und so. Ja. Und im kommenden, weil auch das gefragt wurde, im kommenden Ingame-Jahr, also wir werden dieses Jahr halt, wie gesagt, noch die Biogasanlage platzieren. Ja, das sieht mir so aus, als ob die... müssen wir nochmal neu machen hier. Nicht so schön geworden. Ja, so. Kriegen wir das gerade? Ja. Da war nämlich die Arbeitsbreite nicht ganz richtig eingestellt von mir. Das habe ich eben vergessen. Ist mir letztens schon mal passiert, aber irgendwann werde ich es gelernt haben. Genau, also ab dem Zeitpunkt, wo die neue Biogasanlage erstellt ist, also mit der nächsten Folge, wird es dann auch ein neues Safe Game geben. Und apropos Biogasanlage, auch dazu habt ihr mir nochmal was geschrieben und habt geschrieben, Ansgar, deine Pläne, die klingen fantastisch, aber es wird so nicht funktionieren. Denn man kann die Biogasanlage wohl nicht nur mit Mist und Gülle befüllen, sondern man braucht sozusagen Silage als Basisstoff. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Also so habt ihr das in die Kommentare geschrieben. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber kann gut sein. Das gefällt mir jetzt offen gestanden nicht so sehr, aber ich denke, damit können wir leben. Also ich denke, wir werden ja die kleinste Biogasanlage da platzieren und... Ich weiß nicht, was die für einen Durchsatz hat, aber ich hoffe, dass der jetzt nicht so ewig viel rein muss. Und ich meine, wir haben ja sowieso... relativ viele Flächen, insofern. Mich wundert gerade, ich glaube, ich wollte hier ursprünglich Gras drauf machen, ne? Um dann im nächsten Jahr irgendwas anderes. Aber Gerste ist eigentlich besser. Wir bleiben trotzdem bei der Gerste. Ich glaube, ich hatte in der letzten Folge
fällt mir gerade so ein, wo wir gerade beim Thema Silage sind und so. Ich glaube, ich hatte in der letzten Folge gesagt, wir machen hier Gras drauf. Aber ich glaube, ich habe ein besseres Feld für Gras. Denn ich glaube, wenn wir die Zuckerrüben geerntet haben, dann können wir damit gar nicht mehr so viel Sinnvolles anfangen bis Frühling mit dem Feld. Und dann machen wir lieber das zum Grasfeld und machen hier schon mal Gerste drauf. Weil die anderen können wir ja fast alle vergessen. Also die Körnermaisfelder können wir vielleicht noch mit Gerste bestücken, wenn wir früh dran sind, ne? Aber, also wenn wir das wirklich im Oktober dann machen. Aber unsere anderen Felder, die Zuckerrüben, das ist ja, glaube ich, noch ein bisschen später, ne? Die Ernte, oder? Ah, ne, ist auch Oktober, November. Naja, trotzdem, es ist mir schon ganz lieb so. Wir machen das mal so. Haben wir zwar nicht ganz so eine schöne Fruchtfolge, aber das passt schon. Das trauen wir uns jetzt einfach mal. Naja, und wie gesagt, also ich weiß nicht, wie das mit dem Durchsatz so aussieht, aber ich hoffe, dass wir mit unseren Mengen an Silage dann hinkommen werden. Und wenn das mal einen Tag nicht läuft, dann ist es eben so. Müssen wir mit klarkommen. Und ich meine, wir werden ja auch immer größere Flächen haben. Im nächsten Ingame-Jahr kommt dann der nächste Trecker, die nächsten Flächen und so. Das läuft schon alles ganz gut. Und ich glaube, ich war auch fleißig seit der letzten Folge im finanziellen Sinne, ne? Ich weiß nicht, ob wir so viel Geld... Doch, ich glaube, wir hatten schon ähnlich viel Geld in der letzten Folge. Ja, ein bisschen gucken, was man so... was mir die ganzen Projekte nicht durcheinander bringt. Gut. Dann würde ich sagen, wenden wir nochmal. Und da muss ich euch noch eine Sache erzählen, bevor wir jetzt gleich in den Zeitraffer starten. So, einmal rum den Lachs. Und dann gerade ziehen. Fahren wir nochmal ein bisschen zurück. So. Man hätte hier natürlich auch wieder mit dem Mulcher arbeiten können, aber da habt ihr ja schon mehrmals geschrieben, nach Weizen macht man das eigentlich nicht. Und es bringt auch kaum was. Deswegen habe ich mir das jetzt mal gespart. Das machen wir dann lieber nach dem Mais, um dem Maiszünsler entgegenzuwirken. So, GPS ist drin. Ja, okay. Und Attacke. Genau, ich war nämlich vor einer Woche, habe ich meinem Bruder beim Umzug geholfen und ich habe bei der Autobahn die Abfahrt Minden gesehen. Und dann dachte ich mir, Minden, da ist doch auch Lübbecke in der Region und da ist wiederum Hille, Südhämmern und sowas alles in der Region. Kenne ich alles nur aus dem Landwirtschaftssimulator. Damals natürlich von der Pharmaton-Map, ne? Da war ja auch Hille, da war glaube ich der Haupthof sozusagen und dann gab es auch die umliegenden Ortschaften dann noch auf der Karte. Und ich wollte immer mal dahin fahren und wollte mir das immer mal angucken. Aber man fährt ja nicht einfach nur mal so, um zu gucken, dahin. Deswegen gab es da für mich nicht so die Chance bislang. Aber dieses Mal dachte ich mir, du hast zwar diesen riesigen Umzugswagen dabei. Das war so ein Schrottauto. Opel, Movaro oder Movano oder sowas. Kauft euch nie dieses Teil. Das ist das schlechteste Auto, was ich bislang gefahren bin. Also hat wirklich keinen Spaß gemacht. Aber egal. Damit das war ich dann unterwegs. Aber dann dachte ich mir, komm, fährst du raus und guckst das mal an. Auf einen schönen Sonntag. Und dann bin ich tatsächlich durchgefahren nach Hille und ich war auch in Hartum. Und ich muss sagen, das ist ja, also gerade Hartum, das ist ja eine richtig schöne Ortschaft. Ich wusste es gar nicht. Also die Anordnung der Ortschaften erschien mir auf der Mühlenkreis Mittelland auch ganz, ganz nett eigentlich. Aber die Architektur, die so in der Realität vorhanden ist, die weicht doch ziemlich von der Karte ab, beziehungsweise auf der Karte weicht das ziemlich von der Realität ab. Nicht so allerdings auf der Karte Südhämmern, die es ja auch noch gibt. Die ist so vom Style her erstaunlich nah an der Realität. Also es gibt da viele so preußische Fachwerkhäuschen, die echt hübsch sind und man hatte wirklich das Gefühl, dass es da so Parallelen gibt. Also, dass man so ein paar Sachen von der Karte dann auch wiedererkennt in der Realität. Ich habe zum Beweis auch extra noch so ein Foto gemacht für mich und habe mich dann natürlich umgeschaut und so, habe dann auch mal geparkt und bin mal so ein bisschen durch das Dorf da spaziert. Hille fand ich jetzt nicht so spannend, aber wie gesagt, Hartum war das, glaube ich, war wirklich sehr hübsch und die umliegenden Ortschaften da, die hatten auch wirklich sehr, sehr hübsche Eckchen. Tja. Also habe ich mal ein bisschen Recherche gemacht, hatte noch ein bisschen Zeit und dachte mir, komm, das musst du nutzen, das schaust du dir mal an. Ja, wirklich, wirklich interessant. Ist hier, vielleicht kommt ja auch jemand von euch aus der Gegend, dann könnt ihr nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht, wie ihr das so einschätzt, ob die Mühlenkreis Mittelland und die Südhämmern realistisch sind oder ob er sagt, ist doch relativ frei umgesetzt.
Mein Gefühl war, meine Einschätzung war, dass die Südhämmern, wie gesagt, ganz gut umgesetzt ist und die Mühlenkreis Mittelland auch ganz gut, aber natürlich ein bisschen frei. Aber bin ich gespannt auf eure Einschätzung. So. Da fahren wir nochmal schnell rum und fahren in die nächste Bahn rein. Jetzt langsam mal wieder den Dreh raus hier, ne? So. Und dann runter den Aal. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir das Feld jetzt hier noch fertig. Wie gesagt, vielleicht machen wir gleich noch ein bisschen was mit der Walze, dass wir das auch direkt angedrückt haben. Müssen wir gleich mal gucken. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir das hier fertig. In diesem Sinne würde ich sagen, ab geht der Depeda, rein in den Zeitraffer. So Leute, das Feld ist fertig. Hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht hätte. Zwischendrin musste ich auch nochmal hier den Tank sozusagen füllen und habe die letzten Reste hier zusammengekratzt von unserem Hof, denn hier stehen schon seit Ewigkeiten irgendwelche Saatgut-Big-Bags und ich dachte mir, das muss jetzt alles mal weg, das muss alles mal verarbeitet werden. Deswegen habe ich das alles mal geleert, habe das hier reingefüllt und habe dann nochmal frisches Saatgut gekauft. Aber jetzt sind wir fertig. Und jetzt würde ich sagen, machen wir nicht mit dem Sinnvollen weiter. Also wir müssen jetzt nochmal die Stickstoffwerte da ein bisschen optimaler hinbekommen. Und wir müssten natürlich, ja hier, das müssen wir zum Beispiel noch weg tun. Zack. Und wir müssen vor allen Dingen auch noch mit der Walze drüber fahren. Das machen wir jetzt mal nicht. Nach so viel Feldarbeit dachte ich mir nämlich, wir nutzen das schöne Wetter im September mal aus und schwingen uns hinter das Steuer von unserem Porsche-Traktor. Da wurde ja schon oft gesagt, Ansgar, verkauft das Teil, aber das bringt 4.000 Euro. Das, also finanziell tut uns das wirklich nicht weh und es ist irgendwie das Kultgefährt auf unserem Hof. Deswegen freue ich mich, heute mal wieder damit unterwegs zu sein. Damit fahren wir jetzt zum Händler und dort werden wir jetzt einen Rasenmäher holen. Denn wenn ich am nächsten Ingame-Tag, hier erstmal hochschalten, wenn ich am nächsten Ingame-Tag hier eine Biogasanlage baue, dann soll unser Hof natürlich wieder hübsch aussehen und hier wuchert alles hoch.
Also es sieht aus wie, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Also ein bisschen verwahrlost hier mit dem hohen Gras. Deswegen, also auf der einen Seite natürlich auch ganz hübsch, aber ist jetzt auch nicht ganz ordentlich, möchte ich mal sagen. Deswegen würde ich sagen, ändern wir das jetzt einfach mal. Fahren schnell zum Händler mit unseren 20 km/h. Wir nutzen jetzt, glaube ich, auch mal den direkten Weg. Also fahren hier links und dann rechts und dann geradeaus. Und holen uns dort einen Rasenmäher und dann wird hier mal ein bisschen gemäht. Das muss einfach mal wieder sein. Die OGs unter euch kennen das vielleicht auch noch. Aus den LS19-Zeiten von der Hof Bergmann. Da haben wir immer alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Wenn Ansgar mal wieder einen neuen Rasenmäher entdeckt hat. Ich habe sogar mehrere entdeckt. Aber wir machen heute mal das einfachste Modell. Wenn unser Hof größer ist, dann können wir uns auch ein bisschen was Teureres leisten. So, aber erstmal freue ich mich darüber, hier mal wieder mit dem Porsche unterwegs zu sein. Da haben ja auch mehrere geschrieben, dass ich gerne mal mit dem Porsche von ihnen fahren könnte, in der Realität. Das hat leider örtlich meistens nicht gepasst, aber grundsätzlich ist das natürlich eine coole Nummer. Und irgendwann werde ich, glaube ich, auch mal mit so einem Porsche fahren. Also irgendwann wird es die Chance geben, dass das auch von Zeit und Ort her passt. Und dann werde ich mal eine kleine Runde damit drehen. Weil es gibt noch relativ viele, die auch gut in Schuss sind. Von diesen Porsche Junior Diesel oder wie hieß das hier, ne? Porsche Diesel Junior, ja. Gut. Uiuiui, hier kämpft er ein bisschen. Aber das schafft er. Zurückfahren wir dann natürlich über die Straßen, denn das tue ich mir nicht an. Aber jetzt mieten wir uns erstmal einen, also wir könnten natürlich auch das Forstgerät jetzt übers Menü zurückgeben, aber das machen wir jetzt mal nicht. Wir mieten uns einen Anhänger. Und zwar dieses Teil hier. Das können wir genauso nehmen, wie es jetzt ist. Das haben wir auch damals schon mal gekauft, glaube ich. Das war unser erstes Fahrzeug, womit wir die Paletten... Ich glaube, damit haben wir damals noch die Salatpaletten und so. Das war vor ziemlich genau einem Jahr, als der Landwirtschaftssimulator rauskam. Bisschen weniger als einem Jahr. Da haben wir damals Salatpaletten, Tomaten, Erdbeeren mit diesem Anhänger und dem Porsche transportiert. Und das hat ziemlich gedauert mit 20 km/h. Mussten wir quer über die Map orgeln. So, aber was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist ein Rasenmäher. Und da nehmen wir nicht den Motormäher und auch nicht den Big M, obwohl das natürlich auch ein cooles Gefährt wäre, sondern wir wollen ja wirklich nur den Hof hübsch machen. Deswegen nehmen wir hier unseren Honda ohne GPS-Funktion. So, den können wir uns auch kaufen. 850 €, das tut jetzt auch nicht so sehr weh. Und bevor ihr jetzt sagt, Ansgar, nutzt das Geld doch lieber für deine Biogasanlage. Ihr habt sehr recht, aber wenn man immer nur vernünftig wäre im Leben, dann wäre das Leben auch ziemlich langweilig. Deswegen sind wir heute mal ein bisschen unvernünftig. Und ich sag's mal so, diese 1.000 € oder sowas, die spiele ich uns noch am Oktobervormittag mit einer neuen Mission ein. Das kriegen wir schon hin. So, einmal dran den Lachs. Fachgerecht verbunden, würde ich mal sagen, ne? Naja. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir hier einmal schnell die Klappe runter. Und nehmen uns den Rasenmäher, tun den hier drauf. So. Und dann noch ein bisschen. So. Und dann bitte einmal drauf fahren hier. So, perfekt. Gut, so können wir es lassen. Dann würde ich sagen, machen wir den fest. Und machen hier alles ready für die Abfahrt. Flup. Ortage, Abfahrt. So, ich habe übrigens immer noch keinen Schalter. Also ich habe meinen alten Schalter jetzt zurückgeschickt. Der war ja irgendwie defekt. Aber ich habe mir noch keinen neuen gekauft. Irgendwie diese Woche habe ich auch, glaube ich, vielleicht Mittwoch. Vielleicht mache ich das Mittwoch mal, aber ich kann den effektiv erst nächste Woche dann ausprobieren. Weil ich ja am Donnerstag und Freitag auf der Bauma bin. Da noch ein paar Sachen vorbereiten muss. Aber ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird ein großes Spektakel. Ich habe mir da auch schon die ersten Videos und Fotos von angeguckt. Eröffnet wurde sie ja schon und das ist ja gigantisch. Ich weiß nicht, ob es die größte Baumaschinenmesse ist, aber das ist schon wirklich extrem. Apropos Anhänger, wisst ihr, wen ich am Freitag besucht habe? Richtig, den Michel. Ich habe auch auf Instagram kurz ein Bild gepostet von dem Anhänger. Es gibt noch die Plattform vom Anhänger und
Ja, war auch wieder sehr witzig bei Michel. Hat ein bisschen erzählt, was er so für Taten vollbracht hat. Also, man denkt nach dem Trecker-Tour-Video, das war bekloppt, das war auch ein bisschen albern und war ein bisschen witzig. Aber das ist so das Höchstmaß von Michel. Aber weit gefehlt. Weit gefehlt. Was der so für einen Blödsinn macht in seinem Alltag. Also, dass da noch nichts passiert ist, das wundert mich eigentlich. Naja, werde ich euch sicherlich mal ein paar Anekdoten irgendwann erzählen. So, da sind wir wieder. Irgendwie sieht das richtig hübsch aus hier. Ich finde auch aktuell, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde aktuell haben wir so einen richtig schönen Herbst. Klar, es ist ein bisschen windig, klar, es regnet mal und gerade wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, nervt das auch ein bisschen oder zu Fuß oder so. Aber es gibt auch viele sonnige Momente und es ist ein richtig schöner, goldener Herbst, finde ich. Aber ich glaube, die Tage sind gezählt, an denen das so ist. So, wir fangen mal. Wir haben ja ein ziemlich weitläufiges Grundstück. Eigentlich würde sich hier schon ein Aufsitzrasenmäher lohnen, aber da habe ich noch nicht so das Richtige gefunden. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mal hier an und wir machen das mal. Wir fangen mal hier zwischen den Gewächshäusern an, glaube ich. So, den können wir ausschalten. Ich liebe das Gefährt. Dann müssen wir hier noch losmachen. Und die Bremsen sind aktiviert, so rollt uns das offensichtlich nicht runter. Sehr schön. Gut, da würde ich sagen, in Engelbert Strauß-Klamotten gekleidet, mit Gummistiefeln ausgestellt. Ich habe mich übrigens erkundigt bei Engelbert Strauß. Ich weiß nicht, ob ich das so... Ach, ich erzähle es einfach. Da habe ich mich erkundigt, was Kunden so zurückschicken. Und da wurde mir gesagt, dass ein Landwirt mal Stiefel sich bestellt hat, Gummistiefel sich bestellt hat und hat die auch eingesetzt. Ist ja auch okay. Und hat dann festgestellt, die passen nicht oder so. Ja, hat er sie wieder zurückgeschickt. Natürlich versehen mit Gülle und allem anderen. Schön in die Plastiktüte reingesteckt und dann zurückgeschickt. Ja, und dann ist das so ein Paket, ist ja immer ein paar Tage unterwegs und das hat wohl ordentlich gemochtet da in der Zentrale. Naja, aber fanden sie da auch ein bisschen witzig, glaube ich. Eine lustige Anekdote. So, da müssen wir jetzt hier ein bisschen, müssen nur gucken, dass wir hier die Geschwindigkeit immer mal anpassen, weil man nicht 9 km/h hier fahren kann bei den engen Stellen. So, aber da geht auch was. Das sieht doch wieder ganz ordentlich aus. Also ein bisschen was lasse ich hier natürlich stehen, aber man kann auch mal ordentlich was wegnehmen hier. Gesammelt wird das hier übrigens leider nicht. Es wäre eigentlich ganz schön, wenn man das noch auf den Kompost schmeißen könnte oder in die Biogasanlage reinschmeißen könnte oder sowas, aber das geht leider nicht. Das erinnert mich gerade an die Folge 5 oder 6 da von der Trecker-Tour. Wie ich es nicht geschafft habe, den Rasenmäher anzuschmeißen. Passiert mir nicht nochmal. So, kommen wir da auch noch durch. Ah, wird eng, aber ich glaube, es ist möglich. Ah, nee, oder? Steht quer, das Ding. Stehst du quer, siehst du mehr. Hm. So, nu. Okay. Es wurde auch in die Kommentare von euch geschrieben, dass ich hier bei dem Platinum-Add-on, ne, was ich ja in der letzten Folge erwähnt habe, da sehen wohl einige von euch die große Forstweltmeisterschaft, aber da muss ich euch enttäuschen. Da habe ich, also ich bin sowieso jetzt ein geläuterter Mann nach der Grassilage-Niederlage, ne, aber ich glaube zur Forst-WM, da habe ich absolut keine Chance, weil Forstwirtschaft habe ich im Landwirtschaftssimulator 22 so gut wie gar nicht gemacht bislang. Und ich werde das auch nicht so viel machen können, wie das andere gemacht haben. Also, da habe ich keine Chance. Da werde ich als kläglicher Verlierer rausgehen. Insofern, besser nicht. So. Nehmen wir hier nochmal ein bisschen was weg. Und dann würde ich sagen, mache ich einfach mal ein bisschen weiter und werde wie gesagt nochmal mit der Walze vor allen Dingen losfahren und noch so ein paar kleinere Aufgaben machen. Ich muss hier auch mal unsere Lager wieder füllen. Also ich glaube, ich werde mal jetzt hier ein paar volle Saatgutsäcke nochmal hinstellen auf unseren Hof bzw. in unsere Halle.
Dann werde ich noch ein bisschen Dünger besorgen. Kalk haben wir, glaube ich, noch zu Genüge, aber das werde ich auch alles mal hier hin tun und so. Also ich werde hier einfach mal ein bisschen auf- und einräumen und ich werde das hier alles mal ein bisschen hübsch machen und werde hier noch ein bisschen weiter Rasen mähen. Und dann würde ich sagen, kommt in der nächsten Folge der große Moment, wo wir endlich unsere Biogasanlage bauen werden. Ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird unseren Hof aufs nächste Level heben. Und wenn die Einnahmen dann stimmen und wir genügend Material haben, um unsere Biogasanlage zu befüllen, dann könnte das auch eine ziemlich lukrative Geschichte werden. Und dann könnte der nächste Schlepper schneller kommen, als man glaubt. Dieses Jahr, wie gesagt, nicht mehr, aber dann im Frühjahr des nächsten Ingame-Jahres ist das durchaus wahrscheinlich. Gut, aber wie gesagt, das soll es dann soweit von dieser Folge gewesen sein. Hier bräuchte ich eigentlich noch so einen Freischneider, ne? Gucken wir mal, vielleicht machen wir da in der nächsten Folge nochmal was. Oder in der übernächsten Folge. Ah, wir werden es sehen. Da gibt es nämlich auch eine Modifikation. Schön ist sie nicht, aber sie funktioniert. Naja, gut. Ich würde sagen, ich mache hier noch ein bisschen weiter mit unserem Rasenmäher. Noch ordentlich was zu tun und die Arbeitsbreite ist nicht ganz so gewaltig, aber das soll soweit gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne einen Daumen nach oben da lassen und auch nächstes Mal wieder reinschauen. Bis dahin sage ich vielen Dank und tschüss, Sikorski.